So, Moritz und Paul, ich habe eine Challenge für euch. Ihr sollt diesen Ball ins Tor schießen. Und wie ihr seht, hier ist kein Tor. Das Tor steht bei uns zu Hause. Ihr müsst also den Ball von hier bis nach Hause schießen, dann gibt es eine tolle Belohnung, wenn er am Tor landet. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, Nicole. Ich freue mich darauf. Gehen wir gleich los. Aber das ist 12.080 Meter von hier weg. Das ist viel zu weit. Das dürfte eher ein ganzer Kilometer sein, Paul. Aber Moritz ist doch immer so langsam. Da brauchen wir jetzt 12,7 Stunden. Mann. Boah. Eile mit Weile, sage ich immer. Ich muss nicht rennen, um zügig ans Ziel zu kommen. Meinen Berechnungen nach brauchen wir dafür etwa 10 bis 15 Minuten. Na gut, dann will ich aber eine tolle Belohnung haben, wenn wir den Ball nach Hause gebracht haben. Und ich will das Tor schießen, nicht der Moritz. Das werden wir noch sehen, wer den Ball ins Tor schießt. Vielleicht ja auch ich. Viel Spaß. Los geht's. Zwölf Sekunden später. Okay, ich nehme ihn einfach hier und nehme ihn mit. Haha. Muss ich gar nicht stopsen. Einfach mitnehmen. Sehr gut, Paul. Sehr gut. Weiter so. Jetzt bin ich dran. Mit Geduld kommt man nämlich auch ans Ziel, Paul. Du bist viel zu schluderig beim Apportieren. Na und? Dafür bin ich viel schneller. Guck. Boah, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Das ist voll langweilig. Wieso kriege ich so eine blöde Aufgabe? Und am Ende gibt es dann nur ein Stück Zwieback. Das ist doch doof. Paul, solche Aufgaben gehören dazu. Da sieht man mal wieder, dass du kein bisschen Durchhaltevermögen hast. Im Leben ist nun mal nicht alles immer nur schnell, schnell. Da muss man auch mal Zähne zusammenbeißen und ein bisschen durchhalten. Na gut, dann eben ich nochmal. Aber das ist blöd. So dauert das doch ewig. Alles doof. So, jetzt reicht's mir aber langsam. Dann muss ich wohl noch mal ran. Aber du weißt, ich mag Kiesweg nicht. Der tut mir immer so an den Füßen weh. Lalalalala. Jetzt du wieder, Paul. Moritz, was ist das für ein komischer Krach? Das ist wohl ein Presslufthammer. Die bauen da bestimmt was. Aber ich mag den Krach nicht. Da kann ich mich nicht konzentrieren. Da kann ich immer nur ganz bisschen abortieren. Immer nur so einen halben Meter. Du redest dich doch nur raus, weil du sowieso nicht gerne apportierst. Normalerweise apportiere ich 104,5 Meter auf einmal. Immer wieder. Ja, ja. Du bist ein Spinner, Paul. Wenn ich jetzt nicht dabei wäre, dann wärst du voll aufgeschmissen. Zwei Stunden später. Und was ist das jetzt wieder für ein komischer Krach? Das ist ein Müllauto, Paul. Musst du keinen Schiss haben. Der macht nur den Müll weg. Dann nehme ich mal wieder, bis das Müllauto weg ist. Also langsam bist aber du auch mal wieder dran, Paul. Aber wie weit ist es denn noch? Das dauert ja ewig. Wir müssen noch bis ganz da hinten. Aber das macht keinen Spaß. Das ist voll blöd. Da musst du jetzt durch, Paul. So, hier.
Na, noch ein bisschen, komm. Ach Mann, ey. Noch ein bisschen. Ein paar schaffst du noch. Sehr gut, los. Hopp, hopp. Mann. Ein bisschen geht noch, komm. Du, guck wie weit. Oh, hast du gesehen? Ja, war nicht schlecht, ne? So, guck hier, ich hab was hier voll weit so. Das waren mindestens 7-8 Meter. Und nochmal, oh, guck, immer mehr. Sehr gut, Paul. Weiter so. Und ich kann nämlich voll gut apportieren, wenn ich will. Will nur nicht. Das sieht ja ähnlich. So, und. Dann übernehme ich mal wieder ein Stück. Aber pass auf, da vorne ist wieder eine Straße. Da müssen wir wieder erst nach links und rechts gucken, ob ein Auto kommt. Links und rechts? Kommt nicht da, ich weiß, ich gehe schon mal. Ach du nun wieder. Eine Ewigkeit später. Da seid ihr endlich. Das hat ja so lange gedauert. Das hatte so seine Gründe, Nicole. Aber ich will mal lieber nicht mehr erzählen. Hier ist eure Belohnung. Und für denjenigen, der es besonders toll gemacht hat, der kriegt einen extra Leckerli. Ein Stück Traubenzucker. Lecker. Traubenzucker? Dann mache ich das. Guck mal, Frauchen, ich hier ganz alleine. Guck mal, hier den ganzen Weg habe ich den Ball geschleppt. Und jetzt mache ich ein Tor, pass auf! Tor! Jetzt will ich Traubenzucker! Gib mir Traubenzucker! Ich habe den ganzen Weg geschleppt! Das war vielleicht ein. Hast du gut gemacht! Oh, Traubenzucker! Was? Das ist doch gemein! Du kriegst Apfel! Ja, Apfel ist lecker, aber ich wollte auch ein Stück Traubenzucker! Das war lecker! Krieg ich jetzt Apfel! Noch mehr Apfel, ja, weil ich war so fleißig. Freunde, esst heute mal auch mal Apfel und kein Fleisch und kein Fisch und keine Wurst. Tut ihr mir den Gefallen? Das wäre sehr fein. Ich will noch ein Stück Apfel. Und ihr müsst mir ein Like geben und die Glocke aktivieren, weil ich so toll apportiert habe. Ja, du und apportiert. Pauli, guck mal, ganz viel Apfel für dich. Moritz, ich weiß ja, wie es abgelaufen ist. Der hat dich die ganze Arbeit machen lassen und streicht die Lorbeeren ein. Dafür kriegst du zweimal Traubenzucker. Zweimal Traubenzucker? Lecker. Und dafür noch Äpfel, ohne Ende. Fein. Jetzt bin ich total glücklich. Bis nächste Woche. Tschüss, aber ich will auch noch Apfel haben. Krieg ich noch mehr Apfel? Moritz hat keinen Traubenzucker.